Sie per Kaffee bei der Schule Vivanti und beim Brütwerk hat am Samstag noch mal um 2 Tür geöffnet und mir eine Stimmung eingefangen. Hey, Patient. Gut. Waren Sie schon mal hier? Nein. Okay. Sehr spannend. Gut, also wir machen unten die Reparaturen und wir schauen es uns an. Mhm. Wir wollen hier irgendwie ein bisschen aufpassen, was wir dann auch heute reparieren. Deswegen möchten wir da gerne, dass wir so ein Zettel ausfüllen. Flicken statt wegwerfen, das ist die Weise. Am Nachmittag um 2 bis um 5 hat man noch etwas vorbeibringen können, ist gleich wer und was. Und seht ihr auch eine Kaffeemaschine, die Milch nicht mehr ansaugt, ein Velo, wo etwas nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Oder auch ein Drucker, wo der Schlitten nicht mehr läuft. Es war das schönste Wetter, aber die Leute sind scharenweise gekommen. Immer freundlich empfangen hier von der Ingeborg Hilti, der hier gerade einen Reparateur auch empfängt. Natürlich, es gibt auch Spezialisten, Reparateure. Der ist gerne mit der Krücke gekommen. Also immer freundlich empfangen von der Ingeborg Hilti, die Leiterin vom Brütwerk, wo eben dann auch gesagt hat, auf was es darauf ankommt und was man da alles ausfüllen muss. Wir brauchen vor allem Zahl und was kaputt ist. Hier kann man auch anhökeln. Gibt es schon ein bisschen eine Auswahl? Elektronische Geräte. Ja, das ist ein Möbelstück. Elektrische. Ist es was Elektrisches? Ja, Maschinen, nein, Spülen. Geht nur Spülen. Ja, Baujahr, da haben wir keine Ahnung. Es ist gleich. Und eben dann vielleicht Spulen. Was nennen wir das eigentlich? Ja, Spulen. Spulen kaputt. Hey. So etwas. Super. Und der am Schluss wieder hier abgeben. Oh, dich. Hoi, bitte, Nari. Hoi. Super, danke. Szene, Mann. Szene. Das muss dann. Ja. Einfach am Schluss wieder abgeben. Aber ja, der Reparateur muss ausfüllen. Ja. Und dann ist abgegangen in die Reparatur, aber ins Brütwerk. X verschiedene Geräte zum Reparieren, aber Schwerpunkt, glaube ich, ist eindeutig die Nähmaschine. Hier mal eine Nähmaschine. Das sind wieder begehrte Objekte anscheinend. Einfach draufschreiben Nähmaschine. Und wenn ihr gerade wissen, was kaputt ist, ist das für uns gerade eine Hilfe. Habe ich es recht ausgefüllt? Mhm. Was ich ist eine Nähmaschine. Ja, USB-Dauer. Stich. Die Brütwerk, das ist normalerweise die Werkstatt der Schülerinnen und Schüler der Schule Vivanti. Die im Brütwerk ist es schon drunter und drüber gegangen, x verschiedene Geräte zum Reparieren, elektronische Geräte, eben Drucker, Kaffeemaschinen haben sie gesehen und eben auch Velo. Und das Velo war bereits im Schuss. Also die Bremse hier, die fährt hier. Ein bisschen pumpen könnten wir es noch. Ach so? Hm. Ja. Haben wir noch böse Geist da? Keine Angst, das sind nicht Sie gemeint damit. Das ist der Filmer gemeint. Natürlich, wenn wir hier zuschauen, über die Schulter schauen, in dem Moment, wo man rumtüfteln zwischen den verschiedenen Nähmaschinen, das ist jetzt eine Bernina, aber es hat auch eine Pfaff-Döcke, eine Singer-Döcke, eine japanische. Wenn man hier natürlich rumtüfteln muss, dann einen hinten dran immer etwas rumfilmt, wird man ein bisschen nervös. Was mir aber aufgefallen ist, dass es auch ein Zusammenwirken war zwischen denen, die eben die Maschine gebraucht haben, generell Geräte gebraucht haben, und denen, die es repariert haben. Man hat einander erklärt, was kaputt ist, miteinander auch geholfen, wenn die Handhabung mal natürlich nicht bekannt ist. Wie soll das ein Reparateur auch wissen bei jedem Gerät, wie das ganz genau geht? Und das Zusammenwirken hat am Schluss dann zu sehr grossem Erfolg geführt. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Du dann ein Maschinen-Spezialist? Nein, überhaupt nicht. Nein? Ja. Weißt du lieber Singer-Pfaff oder Bernina? Ja, lieber zu singen. Aha, gut. Es geht ein bisschen Geld. Es ist eben das Geld, das im Vordergrund steht, sondern eben wirklich die Nachhaltigkeit. Das Tüftle zum Ziel, dass man eben natürlich eher repariert, statt einfach fortwirft. Hier geht es um die Elektronik von einem so Kopfhebeteil, von einem Bett, aber ein Haufen andere Sachen sind auch dort. Ein Drucker, der Schlitter nicht mehr gelaufen ist, und er gefragt, gescheiter wegwerfen oder nicht. Aber und dann habe ich den gefragt, du, ihr macht und dann kann ich flitzen da hinten. Ja. Er hat gesagt, ja, gerade den Samstag. Ja, ist gut, habe ich gesagt, dann gehe ich zuerst daher. Und sonst, wenn es dann halt nicht geht, dann weiss ich, dass ich dann einen neuen muss haben. Aber jetzt im Moment traut es mich wirklich, wenn ich ihn einfach wegtun muss. Weil eben kannst du noch kopieren, könntest schon Fotos, weißt du, richtige Fotos rauslassen. Das habe ich aber noch nie gemacht. Aber jetzt hat er ihn dann von einem anderen. Jetzt sieht er dann vielleicht dazu. Man sieht eben nicht dazu. Heute Morgen habe ich
nach Patronen gewechselt und habe dort die dort gezogen dran. Und dann ist es plötzlich gegangen, habe ich es vorschieben. Und nachher ist es wieder zurück und seither ist es wieder nicht mehr gegangen. Jetzt weiss ich auch nicht, was verklemmt ist. Moment, die Seitenwand hier können wir doch sicher auch... Ja, ich muss auch noch die Clips abnehmen. Ah, okay, hier ist das wahrscheinlich rausgefallen. Ja. Und das müsste nämlich die... Guck mal, wahrscheinlich deine Bohrung dahinter ist mit einer Gewinde. Ich glaube, das hier müsste der Mechanismus sein, der das hier entriegelt, dass es runterfährt und... So. Jetzt hast du eine Chance, dass es gekriegt wird, oder? Ich hoffe es. Du, schön wär's. Hast du keinen Hallo? Nein, überhaupt nicht. Er darf ich nicht mehr tun. Er hat es mal angezeigt, dass es nicht mehr tut. Dass der Wagen klemmt, der steht immer am gleichen Ort. Weißt du, dass es kaputt ist? Eben nicht. Aha. Aber... Ich weiß, was fehlt. Aha. Aber das Ding drüllt nicht da. Was ist denn das? Ein Singer oder ein Pfaff? Oder? Was meinst du? Was ist denn ein Verein? Ein Singer oder ein Pfaff? Weder noch. Irgendwo steht die Abwanderung. Aha. Ja, so. Jawohl. Also, das Problem ist ziemlich klar da. Das Ding sollte da mehr hergepresst werden. Und nachher dreht sie sich auch drehen, oder? Das da. Das dreht jetzt nicht. Warum hast du das herausgefunden? Ja, weißt du, man ist ja schließlich ein Reparaturspezialist, oder? Nicht einfach irgendjemand. Und dann ist es eben möglich, dass man so etwas findet oder eben auch nicht. Jawohl, ja. Aber jetzt habe ich wieder verdammt hoch angegeben. Ich kann dann manchmal auch schon Mist produzieren. Du, wie wird man ein Reparaturspezialist, indem man als Kind alles ein bisschen kaputt macht und probiert zu flicken, oder wie? Ja. Also meine Kinder haben immer gesagt, mach nichts, wenn es kaputt ist, der Papi hat einen guten Leim. Ja, wenn es so einfach wäre, wenn es nur mit Leim gängte. Und dann hat auch die Ingeborg Hilti noch eine Zecke müssen und müssen reparieren. Da bin ich eine Bernina-Maschine. Wie könnte es auch anders sein? Aber ich habe gemerkt, sie hat ein gutes Händchen dafür. Sie kennt sich aus. Die Frauen haben einander unterstützt und haben miteinander geredet. Was ist kaputt? Was könnte man machen? Es war eine gemeinsame Sache gewesen. Und dann auf einmal habe ich eine Nachbührung gesehen und sie hat mir erklärt, was sie da noch für eine gute Maschine hat. Ein Keller und das eine schwere Säge, eine Busti. Der Stich ist nur noch ein bisschen, ich kann ihn nur vergrössern. Aha. Aber lupf sie einmal, da ist ein Gewicht. Ja, gut. Das hat auch wie die Tonfahrer bis jetzt. Ja, auf einem kleinen Stich schon, aber wenn ich jetzt ein gröberes machen würde, nur noch ganz klein. Das ist nicht so ideal. Aha. Die Hoffnung, dass man eben die geliebte Maschine wieder mit heim nehmen kann. Ganz verschiedene Maschinen, ganz verschiedene Probleme. Schwierigkeiten mit der Stichlänge, mit dem Antrieb, Schwierigkeiten auch mit dem Transport, Schwierigkeiten zum Teil mit dem Motor und eben Schwierigkeiten auch, dass man Fäden nicht mehr aufwickeln kann und so weiter. Kleinere Probleme und grössere Probleme. Und immer haben sie ein offenes Ohr gehabt, die Reparateure. Du, Astrid, kommst du her zum Flicken oder zum Kuchen essen? Ich komme spionieren. Aha. Spionieren. Hat Astrid von Radio und Fernsehen Lefebvre gesagt. Er gab es sich eher gekommen, zum Kuchen essen und Kaffee trinken. Der Stand übrigens war von den Schülern betreut. Also jetzt hast du die zwei Schüsse, die anderen hast du geflickt. Ja, da war nur ein bisschen los. Aber du musst ja wissen, wo, nicht? Ja, das habe ich eben suchen müssen. Warum kannst du das von einer Maschine zur anderen? Ja, das weiss ich auch nicht. Du hast gerne noch ein bisschen rumprüfen, das ist immer da. Ja. Aber nein, ich kann schon, oder ja, nicht? Ja, Hose kann ich auch. Aha, eben. Ja. Das habe ich kein Problem. Jetzt weiß ich nicht genau, wer der hier kommt. Wo hast du von Beruf gelernt, einmal früher? Mechaniker. Aha. Ein richtiger Allrounder, hä? Ja, nur bin ich mir doch nicht einig, wer der hier kommt. Ja, wer der hier kommt, bin ich mir nicht ganz einig.
Und wenn sich der Reparateur nicht ganz sicher ist, dann haben die Frauen natürlich sofort gerne geholfen. Das Zusammenwirken zwischen denen, die noch etwas gebraucht haben, und zwischen den Reparateuren, das hat immer geklappt. Und Zusammenarbeiten mit Frauen, das hat dem natürlich da gefallen. Da hat übrigens der Milchschäumer die Milch nicht mehr angesogen. Mal, du hast die Milch da hinten. Wasser. Was funktioniert da nicht? Der Knopfdruck geht nicht mehr so gut. Aha. Das liegt an der Membran, ja? Ja, genau. Es hat einen Wackelkontakt irgendwo. Hast du überhaupt Chancen, ohne Ersetzen der Membran, das zu reparieren? Ja, mal schauen. Mal schauen, ja. Ja. Er hat geschaut und hat sie gekriegt, aber die Kogel-Kaffeemaschine hat einfach nicht recht tun. Das Ansaugen von der Milch war ein Problem. Wir haben uns dann zurückgezogen. Ich habe ihn einfach ausprobiert. Und es hat mir einfach immer gerissen. Nein, wieder so anderthalb ist für so dünnen Faden gerade bereit. Ja. Ich habe mich etwa so 2-3 Samt hinein und dann hat es mir wieder gerissen, den Faden. Dann habe ich wieder so können. Das ist schon mal probieren. Ja, nein, wenn es tut, ist schon super. Können wir am nächsten noch retour geben. Ja. Aber eben, das ist nicht gut. Ja. Und der andere nützt ja nichts, weil er hebt ja nicht. Also ich kann es nicht besser machen, tut mir leid. Nein, ist gut. Jetzt sind wir noch mal retour. Später. Aber ist es so schon viel besser als vorher, oder? Ja, aber er hat gerne viel gemacht und ich habe das daheim gemacht mit dieser Spannung und hätte ich da auch jetzt tun. Jetzt ist es. Ja, schauen Sie mal. Probieren Sie nochmal, ich habe das hier angesteckt, ob es den hebt. Ah, das könnte lange, ja. Oder? Ja, von der Dicke geht noch gehen. Ja, wenn es gerade passt, ist das ja. Wenn wir nochmal chatten. Ah, das ist gut mit dem. Super, danke vielmals. Gerne schön. Guck, Leute sehen immer mehr. Ja, wunderbar. Ja, dann. Ja, dem habe ich jetzt noch mal studiert. Ja, wie hat denkt, wenn sie schon ein Tuch, was könnte ich jetzt auch nicht mehr. Ja, nein, es hat noch so ein Stück gerissen. Ja. Und ich hatte die Spannung also wirklich vorher auf 5 gehabt. Das ist gut. Ja, weil ich habe es dann einfach probiert, wo es mir vielleicht nicht mehr reisst. Okay. Das war einfach ein Test, oder? Hast du wollen schauen, ob es kann? Ja, ich wollte schauen, ob es kann. Das ist, wenn man spulen, dann muss ich den Faden hier reinhängen und dann hier umspulen. Ah ja, und spulen tut dort schon mal, ich weiss nicht, hat dort schon mal geklingt. Ich mache mal die Finger weg. Ah, dann muss ich lösen hier. Ja. Jetzt tut es gut. Das hat aber recht gehabt, den machen wir nicht drin. So. Gut. Es war vielleicht nicht gut gewesen, zu wenig aufgemacht. Zu wenig durchgebrüllt kann. In dem Fall einiges wieder besser. Ne? Super. Tipptopp. Freut mich. Etwas flicken statt wegwerfen, das macht immer Freude. Hoffentlich kommt das Auto wieder in Schwung. Dann hat auch der Kleine Freude ab dem Repair. Kaffee, also alt und jung, ihr seht es, war da. Und die zwei immer noch bei der Kellermaschine. Und wenn ich so dann tut der Stich da. Das wäre die Stichgröße. Ist das die Länge? Ja. Und das ist die Breite, oder? Und das ist Nadelstellung. Ah, Nadelstellung? Ja. Kann sie zickzack gehen? Ja, ja. Da. Und eben ist das hier. Ah, okay. Gross oder gerne. Jetzt sollen wir wieder ausschalten und dann wollen wir den Motor mal anschauen. Steht aus. Da. Und dann hat man den Motor noch öffnen müssen. Ich weiss nicht genau, ob es ins Kreis gekommen ist mit dieser Stichlänge. Ich muss dann vielleicht Nachbüre mal noch fragen. Aber eben ein Haufen von diesen Geräten haben wirklich repariert werden, obwohl es ganz, ganz unterschiedliche Geräte sind. Ihr seht, sieht doch wirklich sehr kompliziert aus. Und diese Kompetenz in dem Brütwerk drin, eben flicken statt reparieren, mit sehr viel Freude, die ist hier angekommen. Wann haben Sie denn das erste Mal geschrieben auf dieser hier? Wenn? Ja. Wenn haben Sie das letzte Mal geschrieben auf der? Ja, immer geschrieben, aber jetzt sind sie blockiert. Aha. Und jetzt hätte ich sie wieder können brauchen. Aber es kommt immer mehr raus. Schreibmaschine ist nicht mehr modern. Computer müsste ich bringen. Ja, Hans Jakob, in 200 Stunden nie geschrieben. He? Meinst du? He? Das meinst du nun? Natürlich haben wir auch schon mit einer Derge geschrieben.
Meinst du, hast du eine Chance zum Flicken? Ja. Irgendwann schon. Aber das Ding, die Maschine ist nicht kaputt. Aber das Fahrtband ist am Ende und jetzt blockiert alles. Aber bevor der Hans Jakob diese Baustelle können antreten, hat er zuerst um einen anderen Reparateur müssen helfen bei einer Laubsägelmaschine. Der Hans Jakob ist eben gelernter Schreiner und hat sich die Reparateure auch untereinander ausgeholfen. Dann ist es losgegangen. Sie kennen sich aus in der Maschine, ja. Also. Jetzt. Ja, das gibt es ja nicht. Valuta transportieren. Tut sie jetzt noch mal. Aber es hat das Fahrband können rein tun. Ja. Oder ich weiß eben nicht. Ich wäre so, wenn ich wieder könnte schreiben. Aber das ist. Wo geht es raus? Das ist die Korrektur von. Ja. Aber wie geht die Krottenkassette raus? Gut, wir haben gedacht, wir lassen mal den ganzen Kopf, sind dann eben zu der Kuchenstation gegangen, wo für den Schüler betreut war, dann übrigens eine riesige Freude gehabt. Und dann haben wir geschaut, wie der Hans Jakob die Bedienungsanleitung vom neuen Fahrband studiert und ob er jetzt die Kassette rausbringt. Ganz ehrlich gesagt, ich habe selber mal so eine Maschine gehabt, habe selber auch probiert, ich habe es nicht geschafft. Aber der Hans Jakob dann schon. Yes. Ja! Soll ich schauen, hat er von Haufen geschrieben. Ja, du, gell, Hans Jakob, wenn man sich gewöhnt ist zum Tüfteln, kann man manches, hä? Ja, ja, wenn man es sieht und die Nerven dazu hat und alles. Ja, die muss ich zuerst noch einhängen. Und vor allem, wenn ein Haufen Leute hinten dran warten, ist es noch filmen, und dann noch gefilmt so. Wird. Ja. Das ist doch mal spannend. Ich habe gedacht, die sind zu dumm. Aber es verhakt hier. Momentaufnahme vom Engagement, vom Brüten, vom Zusammen ins Gespräch kommen, vom eben auch Erfolg haben. Das in dieser Reportage. Aber natürlich können wir dieser Reportage in keiner Art und Weise vollumfänglich dem Repair-Café gerecht werden. Wenn ihr mehr wissen wollt, unter www.brütwerk könnt ihr auch eine Reportage anschauen und schauen, was die Offiziellen von Bux und eben auch andere Besucher zu dem Brütwerk sagen, warum sie die Nachhaltigkeit so wichtig finden, warum es eben besser ist, dass man etwas fliegt statt wegwirft. Und genau das hat mich auch von der Ingeborg Hilti interessiert. Ja, Repair-Café, also etwas flicken, nicht wegwerfen, nachhaltig etwas machen. Ich glaube, da passt auch die Schule, die oben dran ist, dass man nachhaltig etwas macht. Da geht es um Bildung, da geht es um etwas anderes, es geht um Sachen reparieren, was man vielleicht wegwirft. Oder? Das ist wahrscheinlich das Ziel, nehme ich an. He? Ja, dass man es weniger wegwirft und dass man auch eine Beziehung dazu hat, zu wissen, wie funktioniert das. Und bin ich ganz machtlos oder kann ich selber etwas reparieren? Und kann ich mich daran beteiligen, dass das nicht so schnell im Abfall landet. Schönste Wetter, aber unglaublich viele Leute. He? Ja, also diesmal sind wir überrascht. Das letzte Mal hat es nicht ganz so viel gehabt. Wir haben immer etwa so 40 Reparaturen und 3/4 erfolgreich davon. Dann muss man sich hier oben einschreiben, man bringt das Zeug vorbei und dann nachher muss man dir wieder melden, ob die Reparatur gelungen ist, gell? Genau, also wir tun gerne ein bisschen, es uns interessiert, was wir als Flecken gebracht haben, Sonderfälle oder originelle Reparaturen. Auf das alles sind wir stolz und dann feiern wir das ganz gross am Schluss. Jetzt hat es einen Haufen Kaffeemaschinen, Neimaschinen, ganz unterschiedliche. Gibt es bestimmte, besondere Fälle, die du dich erinnern kannst? Besondere Fälle war schon mal eine Spieldose. Die hat 3-mal ein Repair-Café besucht und nachher war sie gepflegt. Oder auch Quadrocopter, die jetzt in Mode sind, haben schon gepflegt werden, wo Kinder gebracht haben und Kinder geholfen haben, die Flecken. Also was heisst das, wenn man es jetzt nicht flicken kann, dann tun wir nachher weiter studieren, im Fall, dass jemand nochmal kommt? Oder hast du gesagt, 3-mal sind eingebaut? Ja, genau. Also die sind dann auch geschah und dann wieder zu uns. Und beim dritten Mal hat es funktioniert, weil das sehr aufwendig war. Man hat alles Mögliche müssen, schleifen und feilen und einfach einrichten, dass es wieder tut. Bist du schon immer so veranlagt, dass du gerne so ein bisschen stückeln? Du leist ja selber auch Hand an, gell? Ja, also ich habe jetzt gerne Naturwissenschaft oder Technik,
so ein bisschen, mich interessiert nicht nur die Nähmaschine zum Nähen, sondern wie sieht sie drinnen aus und wie funktioniert sie. Du musst zu Hause auch noch ein bisschen umtüfteln, etwas auseinander nicht mehr zusammenbringen. Auseinander, ja, also eigentlich mehr mein Mann, weil er ist schon ein bisschen Erfinder und so. Ja, also vielleicht stecken wir einander gegenseitig eben an. Was hast denn du gelernt, du Sprüngler? Ich bin Werklehrerin. Er Kunstgewerbeschule Zürich hat es dort noch geheissen. Da habe ich die Ausbildung gemacht, 5 Jahre. Und da heisst es so eben auch experimentieren. Da ist man so Sachen gewöhnt, auch ein bisschen Tumult gewöhnt. Und dass man gefilmt wird, dass man abgelenkt wird, da kennt man das Metier, oder? Jetzt habe ich gerade die Frage nicht ganz verstanden. Eben, da kennt man das Metier, das Tohu Wabohu, oder da zu und her geht, wie das zu und her geht, nicht? Ach so, nein. Ja, mit dem muss man rechnen in einer Werkstatt, dass es ein bisschen laut zu und her geht. Gut, das heisst mit anderen Worten, wer daherkommt, der zahlt nichts, der hofft auf Spenden. Ja. Und wenn man es dann einmal nicht schafft, dann kann man nachher auf Schaden, oder? Wann ist denn selbst dort offen? Das ist, wir tun immer uns absprechen und wenn es jetzt im Februar da ist, ist es im März schon. Und nachher ist es im April wieder da, das Buchs. Haben Sie denn wie einen Laufzettel, dass Sie wissen, aha, jetzt kommt der wieder? Ist mal, schon mal schade. Mal, wir haben damals schon einen Zettel und wir haben so im Internet, auf unserer Homepage immer. Und dort kann man immer nachschauen. Was meinst du für die einzelnen Sachen? Wenn jemand kommt mit einer Drohne, kommt einmal, dann geht er auf Schank, kommt wieder her, geht auf Schank. Ach so, nein, so ein Laufzettel haben wir nicht. Nein, also haben keine Konkurrenz untereinander. Wow, das Buchs haben wir das Glück schon, ist nicht gegangen. Nein. Ja. Meistens versucht man es ja unter einmal zu reparieren, wenn es irgendwie geht. Ein Haufen ist gegangen. Und nebenbei habe ich so als Müsli, der gut gehört hat, auch mitbekommen, dass heute mal Leute herkommen und haben um einen Rat gefragt, um zu fragen, ob unter Umständen da etwas möglich wäre, was sein Installateur nicht hingekriegt hat. Aber da hat dann eben auch der Meister Hilti müssen abwinken, jetzt in diesem speziellen Fall und ist dann zurückgegangen eben zu seinem Problem, wo er die Elektronik eben von dem Bett müssen flicken. Haben wir Wechselstrom drauf? Mal Vorversuch machen. Oi, die Leitung. Also da und da muss ich messen. Ja. Dann stecken wir mal kurz ein. Habe ich da 20 Volt. Ja. Da plus minus, oben ist plus minus. Also bei dem oberen Kontakt habe ich Gleichstrom. 20 Volt muss da, ja. Stecken wir noch mal rein. Haben wir 17, ja, müsste ein bisschen mehr sein. Ja. Also dann haben wir den Strom. Kann man noch mal ausstecken. Komplex, aber das war weniger komplex. Der Kinderwagen von der Regisseurin vom Film Marin Ostrom, ein Film, der eben ein Event zeigt hat von der Schule Vivante. Du, gell, dir Jürg, zeigt das dort in den Film, zeigst du Regisseurin, aber im Moment ist es wichtig, dass du das Kind heimfahren statt heimtragen, oder? Genau, ja. Was meinst du? Siehst du eine Chance? Ja, es sind Profis da, oder? Ja, glaube ich auch, ja. Ja, Jürg Mäder, he? Im Keller von deiner Schule, da spielt sich etwas Nachhaltiges ab. Der wird repariert und nicht weggeworfen. Die Nachhaltigkeit passt, glaube ich, auch ein bisschen. Nehme ich an zu eurer Schule, zu der Schule Vivante. Dort gibt es nachhaltige Bildung, aber unten, da wird gebrütet. Und heute ist ein Riesenerfolg. Das macht Freude, oder? Ja, das ist schön. Das ist ja das Brütwerk, die Tüftelwerkstatt. Und da sind eigentlich Kinder und Jugendliche drinnen, die so ihre eigenen Projekte verwirklichen. Und dreimal im Jahr öffnen wir es, um den Leuten aus der Region das als Repair-Werkstatt zur Verfügung zu stellen. Also das heisst, wenn jemand etwas zum Flicken hat, kann er hier kommen. Es sind etwa 10 Experten hier, die sich dann die Sachen anschauen und dann tut man die flicken. Und so unter Tag in der Woche, da sind ja die Schüler drin und tüfteln hier. Ja, es ist eigentlich die Schulwerkstatt. Also unter der Woche ist die Schule da, ist am Arbeiten, dann ist am Mittwoch und am Samstag Nachmittag ist es ein öffentliches Freizeitangebot, eben das Brütwerk. Also da können Kinder einen Kurs machen, sind zwei Tage Einführungskurs haben und nachher können sie immer zu Öffnungszeiten kommen und ein eigenes Projekt verwirklichen. Jetzt sind ihr ja bekannt, dass ihr auch Schüler einschliessen, ziemlich schnell mal, die zusammen mit Profi Erfahrungen machen können. Da unten habe ich es also nicht gesehen, aber ist es geplant, dass vielleicht unter Umständen so Spezialisten gerne mal die Schüler sein können?
Es ist auch so. Also ich glaube, wenn man schaut, dass jetzt ein Buffet hat, die Schüler und dann jetzt so die Eltern. Also jetzt heute am Samstag, wo es öffentlich ist, sind auch Tüftler da, also Kinder und Jugendliche aus dem Freizeitbereich. Und da sieht man immer wieder, dass so bei der einen oder anderen Reparatur auch die Schüler mithelfen oder die Kinder mithelfen.